Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA Ultimate Team. Und wir haben ja gesagt, wir werden ein paar Packages ziehen. Aber habt ihr auch direkt im Atem, in einem Atemzug gesagt, das ist ein bisschen Kohleverschwendung. Aber wir werden mal 5 ziehen. 5, ja. Kommen wir mal 5. Yep. Vielleicht ziehen wir auch mal irgendwie einen EF, den man dann noch schön verticken kann. Oder mal einsetzen kann. Wäre natürlich auch nochmal schön. So, das ist Package Nummer 1 und wir ziehen... Oh mein Gott, what the f... Oh, Hammer. Gott. Ohne Spaß, da... Wow, geil. Sehr geil, Robert Lewandowski. Robert Lewandowski, so, den können wir erstmal direkt verticken, schnell verkaufen. Da geht mir das Herz auf bei dem Stürmer. Den machen wir jetzt erstmal in den Verein. So, und den Rest können wir eigentlich auf die Transferliste setzen. Oder? Was haben wir denn hier? Real Sociedad. Ne, Saragossa, oh mein Gott. Transferliste. Transferliste. Und Transferliste. Und nein, das wollte ich nicht. Alles in den Verein. Nein. LT. Ich verwechsel das immer noch mit LTRT. Komischerweise, obwohl das rechts links heißt. Vielleicht ist ja ein Package 2 ein noch besserer Spieler, wobei ich glaube da mal eher nicht dran. Nussi, was? Nussi, was? Oh toll, AS Monaco. Jawohl, Toulouse. Oh, wir haben den Hunter bekommen. Toll. Warum sind denn meine seltenen Objekte? Wollt ihr mich jetzt verscheißern? Das zählt als seltenes... Ohne Spaß. Das Spiel verarscht mich. So, Transferliste. Wie viel haben wir denn noch? 3, 7 frei. Transferliste. De Vieri. Transferliste. RT, jawohl. Schnell geregelt. Wir könnten natürlich auch ein bisschen länger damit Zeit verschwinden. Kommen wir überhaupt mit 5 hin? 5 mal 15, 25 mal 35. Mal, ja, müsste mal ich hinkommen, oder? Habe ich es gezogen? Ja, ich wollte gerade sagen. So, wen haben wir denn? Wen haben wir denn? Wen haben wir denn? Wen haben wir denn? Wir haben Müll. Toll. 1, 2, 3 seltene. Transferliste. Jawohl. Russische Mannschaft wollte ich aufbauen, aber ich habe mich dann irgendwann wieder gelassen. Jawohl, zum Verein hinzufügen. So, wir haben noch 2, das war Package Nummer 3. Also, oh, vielleicht bringt uns Alaba ja mal Glück. Das war jetzt ein Bayern-Spieler, der bringt uns kein Glück. Nee, das ist nicht so prall. Jawohl, wir haben Papadopoulos gezogen. Ein Spieler, den die Welt nicht braucht. Ja. Torwarttraining in selten. So, Papadopoulos können wir... Transferliste. Den Rest packen wir mal in den Verein. Fürs letzte Package. Müsste das letzte sein. Ja. Das letzte Package. So. Boah, geil. Oh mein Gott. Geil. Bisscheck. Wen haben wir denn hier? What the fuck? Wer bist du denn? Pablo Hernandez. Oh, geil. Peace Check. Den wollte ich mir nie kaufen, weil er für mich zu teuer war. Toll. Toll. Wen verkaufen wir denn? Wer bringt denn mehr? 308. Ja, vielleicht bringt dann Inui weniger im Verkauf. So, auf die Transferliste. Der Rest darf sich erstmal... 91 Tempo, what the... Der Rest darf sich erstmal in meinem Verein einen kleinen Platz suchen. Und ich würde mal sagen, das Package ziehen hat sich sowas von gelohnt. Aber sowas von. Ich kann nämlich endlich diesen verkackten Rafinha rausschmeißen. Spieler tauschen. Meinen Verein durchsuchen. Ja, hier ist nämlich der Marcelo, den ich in der letzten Folge angesprochen habe. Gegen Piszczek. Jetzt ist natürlich die Frage, nehme ich Mandzukic raus, der Hammer Kopfballwerte hat,
Es tut mir leid, Mandzukic, aber nee. Aubameyang, der ist mir einfach zu wichtig. Und wir holen Lewandowski. Ich glaube mal für. Was hätten wir eigentlich für. Ja, ich gucke gleich mal auf dem Transfermarkt nach, was wir für Lewandowski kassiert hätten und für. Warum hab. What the. Oh mein Gott. Wie ich das voll verballert habe, dass ich. Dass ich Jung in der Dingens habe. Oh mein Gott. Wen haben wir noch gezogen? Ach ja, genau. Spielertausch. Jawohl. Lewandowski. Den besten Stürmer, den ich habe. Wo ist denn Benzema? Der hat nur 85. Okay. So, da packen wir natürlich dann erstmal schön was drauf. Verbrauchsobjekt anwenden. Chimisi. Mittelfeld. Ach, Offensive haben wir hier. Was nehmen wir denn? Marksman. Hier könnten wir Schuss und Pass. Was haben wir denn? 83 Kopfball. Pass ist jetzt für mich nicht ganz so wichtig. Dann eher den Finisher. Oder den Marksman. Nö, wir nehmen den Hawk. Oh ja. Hawk ist geil. Problem ist, man weiß jetzt nie genau, wie viel das jetzt wirklich gebracht hat. Weil es verändern sich ja nur die normalen Werte und man sieht leider nicht, auf was. Oder ob das sich jetzt um 2 erhöht, also auf 84, auf 80, auf 85. Oder hier jetzt zum Beispiel auf 3. Oder besser gesagt um 3. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Oh mein Gott. Goldspieler suchen. Geh mal zurück. So. Position interessiert mich nicht. Liga ist die Bundesliga. Lewandowski. Es gibt sogar einen Matthäus Lewandowski. Okay. Und suchen. Ja, ich habe doch schon. Ich sollte die richtige Taste drücken. Ja, ach, da steht zurücksetzen. Lewandowski. Suchen das Y. Ja, alles klar. Also der wird 145.000. Also wir gehen mal so von 100.000 Cash wird der bringen. Nee, nicht Martinez. Wie heißt der denn? Ich hätte den. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich blamiere mich jetzt gerade. Ich habe den Namen vergessen. Hallo, ihr dürft gerne auf. Achso. Ja, ich will nicht mehr mit Lewandowski zurücksetzen. Stürmer. Mir fällt ja gleich bestimmt ein. Mandzukic. Ich sag's ja. Mario Mann. Juan Mata. Der hat echt. Toll. Ja. De. Ja, wow. Sowas nenne ich mal einen fairen Preis. nix. Ja, komm, shit happens, wir setzen ihn für 5 rein. Was wir gerade nicht können, da wir ein paar Verbrauchsobjekte, da wir ein paar Transferobjekte haben. Die sind aktiv. Die sind aktiv. Der Vorteil ist natürlich jetzt, wir könnten jetzt hier einfach mal A drücken. Und geht auf Preisvergleich. Okay, 350. Hat sich ja richtig gelohnt. Auf Transfermarkt anbieten. Was ist denn Papadopoulos wert? Damit wir mal so ein bisschen in Transfermarkt reingucken. Wow, der ist richtig nichts wert. Nehmen wir immer mal für 55 an. Kumbarov, der ist wahrscheinlich auch nichts wert. Nein, ich möchte den nicht in den Verein tun. Preisvergleich, 350. Wetten wir, wetten wir, wetten wir. Jawohl, 350. Wie sich das alles gelohnt hat jetzt für mich. Ja gut, wir haben Lewandowski gezogen. Ah, scheiß drauf. Nein, ich möchte keinen Preisvergleich. Wow,
150, hätte ich mir beinahe auch schon gedacht. Wir haben, der könnte vielleicht noch mal ein bisschen was bringen. Juhu, 800. Ja, es gibt auch Leute, die bieten ja die Karten einfach mal. Oh, das ist Goldglitzern. Den könnten wir mal für 20.000 Cash anbieten oder so. So, hier 350. 350. 350. 350. Schallplatte eingelegt, 350. Boah, ist jetzt mal gut hier. Geht doch an. So, wir haben jetzt natürlich zwei Böllermänner, Bollermänner, nicht Böllermänner. Und wir müssen noch Pisscheck. Wen nehmen wir denn? Kopfball-Defense. Bei Pisscheck, was würde ich denn da mal gerne reinpacken? Verbrauchsobjekt anwenden. Chemiestil. Guardian. Was haben wir denn so? Ja, Schuss brauche ich nicht unbedingt, ne? Hunter, Temposchuss, yay. Also ist alles Bullshit. Ich könnte Kopfball, was ist denn das? Was hast du für einen Chemiestil? Was hast du für einen Chemiestil? Ja. Das lassen wir dann erstmal so, wa? Und ich muss mal eben gucken, wie fit unsere Mannschaft ist. Jawoll! Ich würde mal sagen, wir testen direkt mal unser neues Spitzenduo im Sturm aus. Mandzukic war nicht schlecht, aber Lewandowski wird alles überbieten. Hoffe ich doch mal. Ich trinke nochmal eben einen Schluck. Oh, gegen Arsenal. Gut, dann spielt er halt im Rot. Rot-weißen. Oh. Oh, er hat Kießling. Und Leno, Grüße an meine Teammates. Zumindest an meine Vereinmates. Ja, wir können es alle kaum erwarten. Weil wir da einen Spitzenstürmer haben, der jetzt gerade erstmal den Ball verliert. Aber, na, no, schade. Hätte ja sein können, dass er sich ihn jetzt direkt zurückholt. Oh, Jansen! Aber was mir gerade mal aufgefallen ist, der hat Batstuber in der Defense. Ich glaube, meine Innenverteidigung ist trotzdem noch besser. Wen habe ich denn? Hummels und Subotić und Adler im Tor. Hummels, Subotić, ja. Ah, das gibt's nicht. Wen haben wir da? Mertesacker. Also der hat ein komplett deutsches Team. Kein Bundesliga-Team, sondern ein deutsches Team. Oh yeah. Und da ist Lewandowski 1-0. Was macht er denn? Was macht er für einen tollen Jubel? Ja, toll, er springt in die Luft. 1-0. So fängt das Spiel an. Und ach, das war Martinez. Ich wollte gerade schon sagen, Lewandowski sieht ein bisschen komisch aus. Na toll. Ich wollte gerade Lewandowski loben. Erstes Spiel, erstes Tor. Nein. Könnt ihr den Ball ruhig weghauen? Richtig, so ist das fein. Nein, komm, Aubameyang. Und jetzt schicken. Jawohl. Der war sehr schön geschickt, aber leider ein bisschen zu steil. Aber Flanke vielleicht von. Ja. Ne? Fast. Na, schade. Der braucht der Sprungfeder. Oh, ich hasse die Kommentatoren. Ich hasse sie wie die Pest. Ah, bitte seid still. Ihr Deppen. Ich hab die schon verdammt leise gestellt und ich habe, glaube ich, die Fans dafür ein bisschen zu laut. Das ist mir beim Rennen dann aufgefallen, dass die schreien. Die schreien unglaublich laut. Weshalb ich das alles nochmal ein bisschen leiser drehen muss beim Rennen. Ja, der legt sich einfach mal vor mich hin und Lewandowski kann nichts mehr machen. Ich weiß gar nicht, wie viel Schuss hat der Lewandowski denn jetzt? Lohnt es sich, mit dem mal aus Reihe 3 zu schießen?
Nuri Sahin hat der. Ich dachte, du spielst. Ach, Sahin ist Deutscher. Jetzt hätte ich mich beinahe noch im Kopf und Kragen geredet. Na, jawohl. Nein, 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 nein. Kann man Lewandowski. Was habe ich denn jetzt gemacht? Achso, ich wollte gerade sagen. What the fuck? Hab ich denn jetzt schon mal? So, aber ich bin nicht immer alle schuld, wenn er abpfeift. Aber ich habe mich da schon eigentlich dran gewöhnt. Weil jedes Mal, wenn er pfeift, bin ich da. Abseits, Freistoß. Groß. LT. Wir holen uns mal einen zweiten Schützen. Und probieren einfach mal. Müll. Obermo. Abseits. Obermo abseits. Na ah, toll. Ihr seid einfach viel zu spät rausgerückt, ihr Deppen. Und Lewandowski aus Reihe 2. Der wäre sogar voll drin gewesen. Der wäre voll im Winkel gewesen. So, mal gucken, ob er Subotić mit dem Kopf. Schade. Schade, schade. Nein, ich sag jetzt nicht schade, schade, Schokolade. Nein, nein, nein. Los wechseln so einen Müll. Und da kommt Javi Martinez. Ja, der war schön, der hat einen Trick, der war aber nicht so gewollt. Helmes, naja gut. Den Kölner, den kriege ich auch so. Aber Elia ist. Ah, wen haben wir denn da als Gegner? Ne? Das sagt er. Okay. Und Aubameyang kann auch aus Reihe 2. Leno ist zu gut. Leno hält gerade zu gut. Subotić negativ. Aber Elia kann auch von da hinten schießen. Sagen wir so, Elia könnte von da hinten schießen. Helmes gegen Jansen. Solche zwei Schrämpfe will der Trainer sehen. Ja, das ist richtig. So muss. Dann schießen wir. Boah, Alter, wie die nicht vor mich laufen. Das gibt's nicht. Nein. Nein, 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 nein. Erstmal weg. Oh oh, wir sind zu wenig hinten. Wo seid ihr alle? Leute, wo seid ihr? Sehr schön. Sehr schön, Martinez. Ich spiele mit. Nein, bitte. Oh, Kiesling. Oh, Kiesling darfst du nicht schießen. Ne? So, Aubameyang auf Lewandowski. Oh. Oh ja, der muss. Der muss. Drüber schießen. Der muss reingehen. Alter. Ich spiele schon wieder so, dass ich bestraft werde. Da gebe ich euch jetzt schon Brief und Siegel drum, dass ich am Ende wahrscheinlich entweder verliere oder unentschieden. Schäfer. Nürnberg. Müsste Schäfer sein, ne? Da ist Müller am Ball. Da kommen wir zwei Mann drauf und alles. Jo, dann ziehen wir uns mal hin. Wieso pfeift der denn jetzt Freistoß? What the f... Der... Ah! Doraschiel. Oh, knapp daneben ist auch vorbei. Meiner ist wenigstens aufs Tor gegangen. Und dabei kann ich 0, überhaupt gar keine Freistöße schießen. Lewandowski. Schade. Einwurf. Na komm, hasse. Schneller werfen. Bis Jack. Auf ihn. Sehr schön, so Groß schickt Aubameyang, der geht mal in die Mitte und ist weiter am Ball. Ah, warum leckt das denn gerade schon wieder? Ja, ich immer, nein, aber es ist wirklich so. Also, ich weiß nicht, ob man es gleich im Video sieht, aber du hast halt wirklich teilweise leckt. Und das ist, ja, im Endeffekt eigentlich nur auf die Latenz zu schieben. Weil von den FPS her, no problem also. Wenn wir Aubameyang schicken. Oh, der wäre beinahe durch gewesen. Meiner. Oh, erst nach hinten. Können wir nämlich irgendwo. Ja, toll. Jetzt piept mein Headset mal wieder. Ich habe gleich keinen Sound mehr.
Das gibt es nicht. Warum könnt ihr den Ball nicht mal vernünftig annehmen? Spielt schon wieder viel zu offensiv. Sehr crazy. Sehr schön, Pisscheck. Ja. Der rennt einfach mal mit vollem Speed auf mich zu. Und unglaublich. Unglaublich. Ich muss mal kurz das Headset abziehen. Weil es Akku leer. So, Headset steht auf Ladestation. Alles gut. Alles gut. Achso, Hummels. Ab da, könnt ihr wegmachen. Achso. Jetzt werf mal schnell weg. What the? What? Halbzeit. Ich wollte gerade schon sagen, was denn jetzt schon? Mal durchatmen. 7:5 Torschüsse für uns. Und wir führen nur 1-0. Mensch, Leno. Du raubst mir Nerv. So, wir spielen jetzt mal offensiv. Weil bisher lief das ja eigentlich relativ gut, was sie abliefen. Ne? Lass den mal ein bisschen spielen. Und gehen dann. Ah, schade. Schade, schade, schade. Nee, du bleibst mal hinten. Nee, ist kein Verteidiger. Aber Peace Check ist ein Verteidiger. Njam, njam, njam. Fressen und so, weißt du? So, aber Mojang würde ich nicht ohne weiteres sprinten lassen, mein Freund. Macht er aber. Und da ist er. Oh je. Yeah. Was? Die Abseits. Was? Was? Ja und? Moment. Der Torwart hat da den. Ach komm. Torwart hält. Neue Spielsituation. Definitiv. Ach. Sehr scheiße. Ich. Nein, es hat beim Schuss gerade nicht gelegt. Das war, ich habe keine Ahnung, warum der den drüber geknallt hat. Ich glaube, da hat er gerade Verlangen nach, den Ball einfach mal schön in die Walachei zu schießen. Ach, ja. Ah, da. Sehr schön. Wer steht da? Aubameyang, alles klar. Und der Kerl, der rennt. Alter. Hätte man natürlich auch pfeifen können. Ja? Oh ja. Und da ist Blaschikowski. Tut mir leid. Lewandowski. Nein, komm schon. Ah, bald auch nicht. Ah. Alter. Krampf. Hätte ich vielleicht doch zu Lewandowski spielen sollen, anstatt mit Blaschikowski zu schießen. Aber mir fällt gerade auf, ich habe fast die deutsche komplette brasilianische, fast die komplette Dortmund-Mannschaft. Nein. Ab da. Ihr dürft ihn doch nicht so frei zum Schießen kommen, verdammt. Zum Schießen kommen lassen. Also bis jetzt habe ich leider noch nichts von Lewandowski gesehen. Vielleicht ja. Unglaublich. Unglaublich, dass jede Ich pfeife jetzt einfach mal Freistoß. Oh, schön. Ja, Subotic, Frau, ich weiß. Nein, oh, ich dachte, die fälschen ja so ab, dass der Ball ins Tor geht. So sah es nämlich gerade in dem Moment, wo die den Ball abgefälscht haben, aus. Es wird gerade verdammt knapp. Jawohl, sehr schön. Aber wir haben noch viel zu lange zu spielen. Was das ich sagen kann, ist immer sehr schön. Alter, oh Mama, jawohl. Ihr dürft gerne. Okay, in dem Moment hat es jetzt gerade geleckt. Tut mir leid, aber ich muss. Na, okay. Ich muss leider wieder sagen, zack. Nein. So, ab auf die ausgeglichenen Stufe. Weil offensiv läuft bei mir gerade gar nichts. Da läuft ein Haufen Müll zusammen. Das läuft damit zusammen. So, na. Einer muss stören.
Lever, du bleibst bitte vorne, falls wir noch einen Konter starten sollten. Abseits. Ich war gerade am Überlegen. Abseits. Sehr schöner Pass, Lewandowski. Also Sache, bis jetzt noch nichts von Lewandowski zu sehen. Das ist ein Problem. War der Wechsel falsch? Hätte ich Mandzukic behalten? Hätte, hätte, hätte. Jeder Bayern-Fan sagt jetzt ja. Jeder Dortmund-Fan sagt jetzt nein. Und ich als Leverkusen-Fan sage nein. Ich glaube, Lewandowski, der kriegt seine Zeit, ne? Der muss sich erstmal ins Team einfinden. Zum Beispiel so. Oh yeah. Und no, oh yeah, oh, 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 yeah. Da macht das. Da macht das. Vor allem der ist so, Alter, so gekullert ins Tor. So gekullert. Aber sagt da mal, ihr seht da mal. Ich habe von offensiv auf passiv, also von offensiv auf ausgeglichen, umgestellt. Und in dem Moment kriege ich die erste Chance. Also die nächste. Und Lewandowski, mal gucken, ob auch von der, oh, Leno in Topform. Hätte ich vielleicht nochmal spielen sollen. Aber ich wollte testen, ob Lewandowski auch von der Seite kann. Und da ist das 3-1. Super Titsch. Mit 3-0. Oh, 3-0. Puh, also momentan ist, ja, ne? Die drei letzten Spiele gewonnen. Ich zähle jetzt das ja schon mit. Ist natürlich machbar, dass er noch aufholt. Oder. Nochmal einen Schluck trinken. Ja, du kannst ruhig anfangen. Ja, oh, ich gebe auf. Er führt 3-0. Aber das sind mir die liebsten Spieler, weißt du? Nicht lieben, weil sie Angst vor dem Multiplikationsding haben. Aber auch Zeitverschwendung von mir. Können sie auch lieben. Aber so können wir noch ein paar Ecken üben. Javi Martinez. Naja, aber super, die jetzt mal. Na, schau. Oh, oh, er könnte in der Theorie nochmal rankommen. Wer ist denn das? Kiesling. Boah, ist Kiesling schnell, ohne Spaß. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet, dass Kiesling echt so schnell ist. So, schick mal Lewandowski. Na, schade. Da war ich eine hoch von Sekunden zu spät, ansonsten bin ich weg gewesen. Ja, komm schon. Wir haben noch 6 Minuten. Spiel die letzten 6 Minuten nochmal richtig. Ich habe nämlich. Ja, komm. Hier, schießen Tor. Ja, ich habe mich angerufen. Nicht euch da, ich frage, warum er jetzt ein Tor geschossen hat oder warum ich das wusste, dass er ein Tor schießt. Vielleicht habe ich ihn so ja nochmal aufgebaut. Aber wir können weiter ecken. Hummels! Naja, ne? Fast. Nochmal Hummels! Aubameyang mit dem Kopf. Naja. Pass mal auf. Ich lasse ihn jetzt auf 3-2 rein. Nein, ich lasse nicht. Wobei, doch. Nein. Doch. Nein. Ich kämpfe gerade mit mir selber. Soll ich es tun? Oder soll ich das? Nein, nein. Soll das 4-1 schießen? Ja. Die Frage hat sich gerade von selbst erledigt. Oh oh. Ja. Ganz knapp im Abseits, Blaschikowski. Ja, war gar nicht Blaschikowski. Wäre denn hier 7 bei mir groß, glaube ich, ne? Ja, ich spiele mal Torwart-Ping-Pong. Torwartball, Torwartball. Mal gucken, ob er mitspielt. Och, ja, vielleicht. Ach, ich kann ja gar nicht zurückpacken. Der ist ein bisschen zu schnell. Aber nur ein bisschen. Eigentlich wollte ich ja was anderes. Nimm meinen Freund. Torwartball hin und her spielen. Aber Leno hat nicht weit genug geschossen. Und da ist Lewand. Oh, schade. Ja.
Ich war im Sprint drin, ne? Und wenn ich im Sprint bin und du den Ball annimmst, legt er den Ball halt ein bisschen zu weit vor. Ja, was soll ich sagen? Wir haben Lewandowski gezogen. Wir haben Lewandowski in Action gesehen. Und wir haben die nächsten 3 Punkte eingefahren. Wir haben jetzt aus 5 Spielen haben wir 13 Punkte. Den Abstieg haben wir verhindert mit 10 Punkten. Den hatten wir gerade schon verhindert. Uns fehlen noch 3 Punkte zum Aufstieg und 6 Punkte zur Meisterschaft. Wir machen jetzt einfach, ja, ich hätte jetzt gesagt 6-mal unentschieden, aber 6-mal unentschieden haut nicht hin. Wir gucken mal. Wir sollten natürlich weiter auf der Siegestraße bleiben. Das wäre sehr schön. Das wäre sehr, 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 sehr schön. Und ansonsten sage ich einfach mal, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein. Danke fürs Zuschauen und bis zum